Welcome. Objekte? How may I assist you? Monomate, das sind also die Sachen, die heilen. Und 14 Stück haben wir, das ist genau rechts oben. Soul Atomisierer oder Atomisierer. Heilt alle Status an Anomalien des Anwenders und nahe Verbindlichkeit. Mond Atomisierer. Belebt kampfunfähige Verbündete in der Nähe. Verstärker C plus 1. Photon-Erweiterung für kleine C-Waffen. Ja, also Verstärker C plus 1, Photon-Erweiterung für kleine C-Waffen, Sparversion. Wertet PP und Angriffsschaden auf Erfolgsrate. Auf. Erfolgsrate plus 1. Das sind, glaube ich, die Sachen, mit denen man die Sachen besser machen kann. Ne, die brauchen wir jetzt noch nicht. Sprengfalle und Feuerfalle, sowas findet man auch so genügend. Frostfalle auch. Thank you. Ne, aber da links warst du. Noch nicht. Das sind dann die Aufrüster, geh da mal hin. Das sind auch zwei Leute. Welcome, can I help you? Das sind die Sachen, die man da, glaube ich, reintun kann. Da steht ja, welches Feld? Armfeld zum Beispiel. Was für ein Feld haben wir denn bei dem einen Feld? Please come again. Ja, dann kannst du dann. Hi there. What would it be? Hat das andere kein Feld, das obere? Ja, stimmt. Dann können wir uns ja das untere kaufen. Wir haben ja noch ein Feld. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier reinkommen in das System und alles, aber... Welcome, welcome! Can I help you? Naja. Wieso steht da eigentlich X denn davor? Kann es sein, dass wir das noch gar nicht benutzen kann? Da steht ein X davor. Ja, das heißt ja nicht, dass ich es benutzen kann. Das bedeutet also, dass wir die Waffe erhalten. Wahrscheinlich dann. Ja, kauf. Da steht es so, das kann ich ausprobieren. Please come again. Achso, weil wir ja noch keinen Dings haben. Müssen wir. Geh mal auf den auf der anderen Seite. Geh mal zu dir. Geh auf den. Hey there. Scheiben. You want something? Ach, das sind die Attacken. Ja, wir haben ja jetzt ein Spellings. Genau, das. Was brauchst du jetzt? Da seht ihr, also für jede Waffe muss man die eigenen Angriffe holen. Feuer, Eis und Plasma gibt es auch noch und alles Mögliche. Aber ihr seht immer für die eine Waffenart. Also ihr müsst dann halt für Doppelwaffen die was Neues holen und für die Einzelsachen auch. So, jetzt für Palette hinzufügen. Genau. Und jetzt musst du noch die Fähigkeit da reinsetzen. Nee, das ist ja nicht die Fähigkeit. Genau, ich meine das andere Bild ausrüsten. Ist hier gerade irgendwas geändert? So. Okay. Jetzt haben wir auch dieses, was wir uns gerade gekauft haben, an. So. Irgendwo müsste jetzt noch diese Ladung sein. Drück da mal drauf. Photonenkunst integrieren, genau da. Was? Wir haben uns auch eben eine gekauft. Doch, hey there, you want something? Doch, hä? Säbel, ja. Zwillings. Fertigkeit 3, wahrscheinlich sind wir noch zu schlecht für die oder so. Thanks. Aber normal kann man die sofort da rein. Photonenkunst integrieren. Photonenheilobjekt? Nee. Versucht das mal bei den anderen, was da passiert, wenn man da was hinzufügt. Ja. Steinschlag Level 5. Normal steigt ja auch nur das Level von den Attacken, deswegen weiß ich nicht, warum wir das jetzt nicht reintun können. Kann sein, dass irgendein Wert zu schlecht ist oder sowas. Nee, kann eigentlich alles sein. Guck mal bei den. Ob du irgendwo die Photonenkünste findest bei Objekten oder so. Doch, da ist es doch, Steilschuss, den musst du erstmal lernen, genau so war das. Erlernen. Ja. Ich glaube, wir stellen es echt klein Fitzbälle. So dumm, wie wir uns anstellen. Zwei Hirne und es kommt trotzdem nur Scheiße mehr raus. Ja, aber so langsam kommen wir wieder rein ins Spiel. Ja, so langsam erinnert man sich wieder. Es ist natürlich nicht gestern, dass wir das Spiel gespielt haben. Nee, schon ein Jahr her oder so, glaube ich. Und dann hatten wir so viel Tumult dazwischen.
So, jetzt geht's weiter. Das sind erst zwei, wahrscheinlich schon zwei oder drei Folgen nur rumgestehe und rumgequatsche. Keine Partnerkarte gefunden. Ja, sie muss die Aufgaben sammeln. Da ist der gute Herr. Nee. Du, grüner Verschnitt, mit dir wollen wir eigentlich nicht reden. Ja, den richtigen. So, jetzt musst du die gute Karin noch finden. Oder Karen oder wie auch immer, wenn sie jetzt in den Lag. Hängt die hier auch ab irgendwo, oder? Vielleicht ist sie ja da irgendwo. Da kannst du aber mal speichern. Da kannst du die Sachen aufladen. Alle Waffen. Ah, gibt's keine. Aber da kannst du jetzt mal Speicher machen. Dann gucken wir mal, wie lange es dauert. Ja, so, jetzt geht's weiter. Mal kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ich hoffe mal, das war euch nicht zu langweilig. Das war jetzt eine Stunde Gelaber und Einführung. Aber das ist halt manchmal in Spielen so. Hier war es jetzt am Stück. Dass man sich erstmal sortieren muss und erstmal alles erklärt werden muss und so weiter. Gruppe bilden. Ach so, ja, du hast noch keine Partnerkarten, die kriegst du erst später. Tja, die Karin, also heißt die gute Frau. Ja, die gute Karin. Ja, man muss nicht die da nennen, das ist immerhin den Chef. So. Nee, das ist der Raumhafen, das ist... Ja, vielleicht rennt sie da irgendwo rum. Nein. Ja, gern sie nicht rumrennen. Nee, nicht auf Paar rum. Warum, das sind wir doch. Ach so, ja, du hättest einfach zurückdrücken können. Ja, nicht wieder in die gleiche Richtung laufen. Nach rechts? Ich denke mal, den Punkt ist noch im Osten, im Westen. Ist das West? Ja, dann, ja. Entschuldigung. Hängst du noch beim Café rum? Ja, super. Hätte ich am Anfang mal fragen sollen. Wir waren ja wieder so mit Shoppen beschäftigt. Lasst uns gehen. Von der Flyer-Basis aus geht es nach Raven Meadow. Das haben wir eben schon mal gehört. Naja, dann laufen wir jetzt mal hin, ne? Die gute Karin ist schon Level 7. Wir sind... Ja, ja, aber drei Level höher und Ausbildungsmeister, das ist schon etwas affig, oder? Normal dachte man jetzt, da kommt so ein alter Meister. Wie der aus dem Intro, aber der kommt ja später irgendwann mal dazu. Ich weiß gar nicht mehr, wer das nochmal war. So. Na ja, jetzt ist wirklich die ganze Vorbereitung alles beendet und jetzt kann es endlich los. Genau. Aber Storyline muss ja sein, sonst wäre das Spiel doch langweilig, oder Leute? Aber man muss sich nur durchkloppen durch jeden Gegner. Ja. Ja, ja, das kommt jetzt wieder der Part mit dem Durchkloppen. Ja, Mission wählen, ne? Dekontamination. Ah, stopp, da steht noch was. Dekontamination Raven Meadow. Für diese Mission werden Karen und Hyuga benötigt. Erste Trainingsmission. Befreie Raven Meadow von mutierten Vieh und anderen Kreaturen. Dekontaminiere die Seed-Infektion. Triff dich mit den Kunden. Ich weiß, dass das auch noch eine halbe Ewigkeit gedauert hat. Aber ihr freut euch ja alle auf das Let's Play. Ich habe ja schon zwei Nachrichten beim Intro bekommen. Oh, das ist ja ganz toll. Naja, ich mag das Spiel auch sehr gerne, nur wenn man das jetzt so als Let's Play sieht, dann zieht sich das doch schon ganz schön. Man kann so auch so ungefähr sagen, für jede Mission mindestens eine Stunde und das sind so bei 17 bis 20 Missionen, so 17 bis 20 Stunden. Ja, ja. Ach, ich muss wieder reden. Das ist also Raven Meadow. Keine Hinweise auf eine Zivilisation, nirgends. Ich dachte, ganz Parum wäre entwickelt und industrialisiert. Aber wie ich sehe, gibt es immer noch Orte wie diesen. Wie viel von Parum auch künstlich ist. Es ist doch alles auf Fels und Erde gebaut. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist die Guardians-Kolonie sehr viel künstlicher als Parum. Ey, ihr habt doch eure Spezialbrillen mitgebracht.
Schaut euch mal ein paar von den Bäumen an. Manchmal findet man welche, die leicht zu fällen sind. Ja, jetzt mal findet man dann immer Items in den Bäumen. Das geht mit der Spezialbrille. Hey, die Dinger sind ja wirklich praktisch. Aber warum soll ich einen Baum fällen wollen? Ach, vergiss es. Da vorne ist unser Kunde. Lasst uns gehen. Da, wo ist der Baum? Ach, die neue Waffe zeigen, ja. Da, Zwillingssäbel. Und die Pferdeattacke. Ja, wolltest du nicht den Baum gucken? Würde ich mal laufen da rum. Ja, da kannst du jetzt auch sehen. Da ist unser Schiff, mit dem wir hier sind. Na, ja, ich glaube, das war... Ich glaube, da ist nichts. Oder da links? Da links? Ach, das andere links. Nee, da geht's zurück. Aber da links, da habe ich was gesehen. Nee, da ist absolut gar nichts. Komm, geh weiter. Bevor wir noch weiter rumstehen. Ja, da oben geht's weiter mit der Story. What's that? It looks like a cargo transporter. It looks like the engine's still running, but I don't see the driver around here anywhere. Check it out! Hey, what is this ugly thing? Ethan, you really don't know what that is? Not a clue. So what is it? It's a Coltova. That's a Coltova? I drink the juice from something that ugly? What planet are you from? Don't you know the uglier the Coltova, the more succulent its meat is? Hmm. Well, then you are one juicy Coltova. Sorry, are you Guardians? That's right. Are you a resident here? Oh, thank goodness you're here. I'm Norfe, the caretaker of this Green Farm. Since the seed attack, the Coltovas have been strange. Strangely? Yes, they've become very edgy and aggressive. When they attacked, we hid in a cargo container. But I don't know where Kalam is. Now he's gone! I've been looking everywhere! Try to calm down, now. Who is Kalam? He's Mr. Rimeson, the farm's owner. You see, I was hired to help around the farm. But Mr. Rhyme was killed during the seed attacks. Kalam and I have been protecting the farm ever since. If anything were to happen, Kalam, I don't know what to do. Don't worry. We'll do everything we can. We'll keep an eye out for him. I'm sure he'll turn up. Thank you for your kindness. Thank you. Tja, ein ganz schön süßer Roboter, anders als die gute Lou und ihre lustige Kopie, die so ziemlich herzlos waren. Dann, welcher Punkt kannst du gerne benutzen? Ja, speichern sollte man schon. Boah, schon wieder 7 Minuten. Oh je, je. Wo gehst du hin? Was, da geht's los? Wir sind unterwegs zum Grasland von Ryan. Es könnte sein, dass wir dabei von durchsieht, mutierten Kreaturen angegriffen werden. Unser Kunde erwähnte, dass selbst die zahmen Coltovas Leute angegriffen werden. Ich folge euch, also passt auf und vergesst die nötigen Sicherheitsvorkehrungen nicht. Okay. Verstanden. Ist euch übrigens aufgefallen, dass diese Junge eine absolut schwule Stimme hat. Ich finde die jedenfalls ganz eklig. So, jetzt dürfen auch gleich mal die ersten Gegner aufkommen. Da links war, glaube ich, was zum Scannen. Da links. Nein, rechts. Links. Da. Ach nee, das war die Tür. Tut mir leid. Da links waren Coltovas.